She was so brave because she has like 1,000 blisters on her feet and she did it. Hallo und herzlich willkommen. In dem Video heute geht es um Vermeidung von Blasen. Es drehen sich ja viele Themen um, wie kann ich Blasen verarzten. Ich finde das allerdings nicht den richtigen Weg, sondern es sollte so sein, dass man Blasen möglichst gar nicht bekommt, weil dann hat man das Problem mit dem Verarzten auch gar nicht. Ich bin jetzt doch schon einige Caminos gegangen. Ich gehe auch teilweise längere Distanzen und hatte noch beinahe nie eine Blase. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich das mache. Die Grundvoraussetzung dafür ist einmal, ihr braucht richtiges Schuhwerk und richtige Socken. Schuhe empfehle ich Trailrunning-Schuhe für den Camino. Traillauf-Schuhe sind leicht, angenehm und haben auch ein Profil, so wenn es einmal ein bisschen feucht ist oder matschig oder sonst irgendwas, damit man nicht den Halt verliert. Man braucht keine riesen Wanderstiefel, die schwer sind, die über die Knöchel gehen. Ist alles wirklich nicht notwendig. Dabei lässt man sich am besten beraten in einem Fachgeschäft, zum Beispiel in einem Läufer-Spezialshop. Wenn man aus Wien kommt, zum Beispiel im 6. Bezirk, den Herrn Plutsch, der weiß, was er tut. Und dort geht man am Nachmittag hin, weil solche Schuhe kauft man immer nachmittags, kauft die dann 1 bis 2 Nummern größer als seine herkömmliche Größe. Warum? Ganz logisch, man hat mehr Platz in den Schuhen und so kann auch weniger vorne reiben. Es geht auch darum, manche Menschen haben einen breiteren Fuß vorne, manchmal einen schmäleren und so weiter. Und für jeden dieser Typ gibt es auch ein spezielles Paar Schuhe. Das heißt, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, die guten Schuhe kaufen. Die Socken mindestens genauso wichtig sind. Welche Socken empfehle ich? Ich empfehle euch Laufsocken oder sogenannte Ride Socks. Was ist der Vorteil? Denn in Laufsocken ist es so, erstens mal hat das Material keine Nähte an den Stellen, wo es halt reiben könnte. Das heißt, da erspart man sich schon mal eben diesen Reibungspunkt. Und gleichzeitig sind die auch aus einem Funktionsmaterial, das die Feuchtigkeit nach außen hin abgibt. Das heißt, wenn der Fuß mal schwitzt, dann bleibt die Feuchtigkeit nicht am Fuß, sondern wird weiter transportiert. Das ist auch sehr wichtig zur Blasenprävention. Ride Socks sind auch sehr interessant. Damals von den Wanderern kennt man das noch, dass man 2 Paar Socken anzieht. Dieses Konzept verwendet Ride Socks. Das heißt, es sind Socken, die einfach 2 Layer hat, also 2 Lagen hat. Wenn ihr die äußere Schicht an der inneren reibt, dann reibt sie eben nicht an eurer Haut, sondern am anderen Socken. Ich habe mit denen auch schon meinen Camino del Norte gemacht. Die kann ich auch sehr empfehlen. Und das ist einmal die Grundvoraussetzung. Also ihr habt die richtigen Schuhe und ihr habt die richtigen Socken. Und jetzt kommt aber der allerwichtigste Tipp. Und das ist euch das Problem, warum die meisten Blasen bekommen. Und zwar geht es darum, achtsam zu gehen. Also, was heißt das? Ich muss bei jedem, also ich mache das persönlich, bei jedem einzelnen Schritt achte ich auf meine Füße. Also, drückt es irgendwo, reibt es irgendwo, tut was weh, sonst irgendwas. Wenn ich davon nichts spüre, ist alles okay. Sobald ich aber merke, okay, es tut mir weh, am großen Zehen zum Beispiel, dann versuche ich mal meinen Schritt zu ändern. Bringt das nichts, dann versuche ich die Position des Fußes im Schuh zu ändern. Das heißt, ich muss immer darauf achten, wirklich, wie geht es meinen Zehen, wie geht es meinen Füßen. Die meisten Leute spüren irgendeinen Schmerz, denken sich, ah, Schmerz gehört dazu, da muss ich ein bisschen durch. Aber das ist genau das Schlimme, weil genau dann reibt man sich alles auf und es macht es nur schlimmer. Und dann hat man eben die Blasen. Und wenn man eine Blase mal hat, dann hat man auch Schmerzen. Und es soll ja auch Spaß machen, das Ganze gehen und dann nicht von noch zusätzlichen Schmerzen begleitet werden. Wenn ich jetzt meinen Schritt geändert habe und auch meinen Fuß im Schuh ein bisschen zurechtgerückt habe und trotzdem gibt es noch diese Reibung oder diese Druckstelle, dann ist es das Allerwichtigste, stehen bleiben, alles ausziehen und dann genau diese Stelle tapen mit Hansaplast. Alles, was ich in diesem Video erwähnt habe, verlinke ich euch unten in der Infobox, in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch genau anschauen, was ich meine. Dieses Tape klebt ihr auf diese Stelle großflächig drauf, die schmerzt oder die schon rot wird. Und es ist wichtig, dass bevor die Blase entsteht, das zu machen. Also wirklich immer darauf achten, habe ich ein Problem mit meinen Zehen oder nicht. Dann tapet man das ab. Da ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das ohne Falten macht, also glatt abtapen, weil sonst hat man wieder eine potenzielle Reibungsfläche. So, und dann zieht man sich einfach wieder die Socken drüber an und die Schuhe und geht los. Und man wird im ersten Moment merken, ah, das ist so angenehm. Ich spüre überhaupt keinen Schmerz mehr dort. Und das ist jetzt auch der Trick.
Dort, wo nämlich die Reibung war, kommt die Reibung auf das Tape. Das ist sehr kräftig und deswegen kommt es nicht mehr auf die Haut. Und darunter kann die Haut regenerieren. Es wird nicht noch schlimmer und zur Blase. Mit dieser Variante hat man niemals Blasen. Nie. Nie. Ich habe nie Blasen. Natürlich ist auch ein bisschen so, dass sich die Haut auch mit der Zeit daran gewöhnt. Also ein Tipp noch zu den Schuhen auf jeden Fall. Man sollte natürlich Schuhe, die man neu kauft, auch ein bisschen eingehen. Weil der Schuh und der Fuß müssen sich aneinander angleichen ein bisschen. Das macht dann schon Sinn, wenn man die nicht gleich neu kauft und dann verwendet am Camino. Ansonsten eine weitere Blasenquelle sind oft, wenn es Höhenmeter gibt, also bergauf und bergab. Beim Bergauf eher nicht so, beim Bergabgehen aber schon. Und da achte ich immer drauf, wieder achtsam, wo tut's weh, und dann korrigiere ich auch meinen Schritt dementsprechend. Also wenn es jetzt steil bergab geht, dann gehe ich auch einmal ein paar Schritte rückwärts, einfach damit meine ganzen Beine und Füße entlastet werden. Und wenn ihr den Tipp beherzigt, dann habt ihr tatsächlich keine Blasen. Niemals und nie. Habt ihr andere Tipps, Tricks? Wie macht ihr das mit Blasen? Das Video sollte sich halt speziell nicht daran richten, wie man Blasen behandelt, sondern wie man Blasen verarztet. So, dann danke, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, den größten Support könnt ihr mir geben, indem ihr den Channel abonniert. Dadurch garantiert ihr auch, dass ihr keine weiteren Videos verpassen werdet. Es wird sicher noch regelmäßig was geben von mir. Ich finde es super, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.